Hier muss es sein, das Büro der IBE. Tag, mein Name ist Schneider, kommen Sie doch rein. Guten Tag, ich bin der Feldmann und ich suche einen Architekten. Aber Sie sind ja Generalplaner. Ich kann mancher Generalplaner gar nichts vorstellen. Keine Sorge, das geht Ihnen so. Unsere Chefin soll Ihnen das mal erklären. Guten Tag, Ebert, mein Name. Kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag, Frau Ebert, ich bin der Herr Feldmann und ich suche einen Architekten und bin im Internet auf Sie gestoßen, aber ich kann mit dem Begriff Generalplaner gar nichts anfangen. Da sind Sie nicht der Einzige, Herr Feldmann. In welcher Branche sind Sie denn tätig? Ich bin ein Unternehmer aus der Region und wir stellen Bildner. Über die Jahre sind wir enorm gewachsen, aber jetzt reicht uns der Platz nicht mehr. Das klingt sehr spannend. Solche Herausforderungen sind bei uns Tagesgeschäft. Erzählen Sie mir bitte mehr über Ihre Firma, danach kann ich mehr über unsere Firma erklären. Neben dem Platzmangel muss auch sehr vieles modernisiert werden. Es gibt bei uns sehr viel Technik, wie Sie sich sicher vorstellen können. Sie produzieren sicher im Schichtbetrieb, nehme ich an. Und sogar 3 Schichten. Deshalb stelle ich mir einen Umbau bei laufendem Betrieb vor. Ist das überhaupt möglich? Das ist zwar sehr komplex, aber alles machbar, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Sie müssen sich das wie in einem großen Kaufhaus vorstellen, in dem es alles gibt, was Sie für Ihr Projekt benötigen. Aber nur das bezahlen, was Sie in den Einkaufswagen legen. Okay, das hört sich interessant an. Erzählen Sie mir bitte mehr. Ich hole kurz meinen Kollegen Herr Schneider dazu. Wir planen nicht nur die Architektur von Gebäuden, egal ob Neubau oder Sanierung, sondern wir haben für alle Gewerke die passenden Fachplaner und Sachverständige. Bisher hat der Architekt immer ein paar Kollegen mitgebracht. Ich habe aber davon nicht sehr viel mitbekommen. Aber es gab immer wieder Probleme, weil Abstimmung nicht getroffen oder etwas vergessen wurde. Das ist ein gutes Stichwort. Jemand muss alle Gewerke koordinieren. Genau das ist eine unserer Hauptaufgaben. Wir planen also die Architektur, die technische Gebäudeausrüstung, also Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, ebenso die Statik, Verkehrsanlagen und vieles mehr. Alles aus einer Hand, in einem eingespielten Team. Das hört sich sehr gut an. Ich wurde bisher ständig von den verschiedensten Planern angerufen und wusste oft nicht, was ich antworten soll, da ich mich mit dem Thema Bauen nicht wirklich auskenne. Daher haben Sie nur uns als Ansprechpartner, um alles Weitere kümmern wir uns. Daneben haben wir ein großes Netzwerk zu weiteren Fachgebieten, die je nach Erfordernis herangezogen werden können. Da gibt es zum Beispiel Bodengutachter, Bauphysiker, Spezialisten für das Thema Gebäudeleittechnik, Geothermie und vieles mehr. Das hört sich sehr gut an. Und wie würden Sie ein solches Projekt angehen, wenn wie bei uns alles verbaut ist und die Produktion auf keinen Fall stillstehen darf? Das kann Ihnen am besten Herr Müller, einer unserer erfahrenen Projektleiter, sagen. Ich hole ihn mal dazu. Hallo, Müller mein Name. Freut mich, Feldmann. Wir beginnen immer damit, dass wir mit dem Auftraggeber und seinem Team einen Workshop machen und dabei die Ziele definieren und alle Wünsche festhalten. Als nächstes schauen wir uns den Bestand des Betriebes oder die Liegenschaft genau an. Um damit planen zu können, machen wir zunächst eine Bestandsaufnahme mit 3D-Laserscans und begehen den Bestand mit unseren Spezialisten. Da meistens keine oder nur wenige alte Pläne der Gebäude und der Technik vorhanden sind. Damit haben wir eine gute Grundlage für die Planung, die danach erst beginnt. 3D, das hört sich sehr genau an. Und das kann ich mir auch dann viel besser vorstellen, denn ich habe immer meine Probleme. Babybreichen herstellen ist halt doch was ganz anderes. Um die Produktion aufrechtzuerhalten, arbeiten wir mit Masterplan. Wir stückeln das Projekt in Phasen. So kann abschnittsweise saniert und modernisiert werden. Und Sie können weiterhin produzieren. Wir zeigen Ihnen das mal am Computer. Hier sehen Sie die Punktewolke, die wir aufgenommen haben. Und dann machen wir daraus das 3D- bzw. BIM-Modell. Wirklich hochinteressant. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Dann kann ich also zusammenfassend sagen, dass Sie was
das Thema Bauen angeht, alles Nötige für mich liefern und koordinieren könnten, damit die Firmen dann alle so bauen und umsetzen, dass unser Werk am Ende so ist und funktioniert, wie wir uns heute das vorstellen. Exakt, nur Bauen überlassen wir den Baufirmen. Aber wir überwachen die Baustelle, bis alles fertig ist. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die ausführliche Erläuterung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Tag, mein Name ist Schneider. Kommen Sie doch rein. Guten Tag, ich bin der Herr... Daneben haben wir ein Kuckuck. Hallo, Müller mein Name. Freut mich. Beziehungsweise BIM-Modell.